Biomarker gewinnen in der Medizin zunehmend an Bedeutung, in der Diagnose, Prävention und Therapie. Doch was genau sind Biomarker eigentlich? Biomarker geben objektiv messbare Hinweise auf den körperlichen Zustand eines Menschen sowie auf verborgene Krankheitsprozesse. Eine erhöhte Konzentration des Hormons HCG im Urin etwa lässt auf eine Schwangerschaft schließen. Hohe Blutzuckerwerte deuten auf einen Diabetes hin. Manche Biomarker wie Troponin zeigen relativ sicher ein bestimmtes Krankheitsgeschehen an. Sie sind spezifisch. Die Menge an Troponin im Blut steigt, wenn der Herzmuskel geschädigt ist. Die meisten Biomarker geben jedoch bloß zusammen mit anderen Indizien verlässliche Hinweise auf eine Erkrankung. Insbesondere Tumormarker sind in der Regel nicht sehr spezifisch und eignen sich dann nicht für die Früherkennung. Dagegen helfen viele Biomarker, den Verlauf einer bereits bekannten Krankheit sowie den Behandlungserfolg zu beobachten. Dazu sollten sie leicht zu gewinnen und zuverlässig zu bestimmen sein. Risikogene gelten ebenfalls als Biomarker. Sie können jedoch lediglich etwas über die statistische Wahrscheinlichkeit einer künftigen Erkrankung aussagen. Viele äußere Faktoren beeinflussen, ob eine Krankheit ausbricht, und auch, welche Gene überhaupt aktiviert werden und somit zum Tragen kommen. Genetische Biomarker können aber vorhersagen, welches Medikament bei einem bereits erkrankten Patienten voraussichtlich am besten anschlägt. Das Ziel dieser Biomarker ist eine maßgeschneiderte Behandlung. Stichwort personalisierte Medizin. Auch psychische Erkrankungen gehen mit körperlichen Veränderungen einher. Forscher haben bereits postuliert, dass es Biomarker für Depression, Schizophrenie, Angsterkrankungen oder die posttraumatische Belastungsstörung gibt. Wenn diese sich als spezifisch erweisen, könnten sie künftig bei der Diagnose und Früherkennung psychischer Erkrankungen helfen. Mit solchen Biomarkern würde sich die Wirkung von Medikamenten oder einer Psychotherapie bei einem Patienten objektiv messen lassen.